Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, einiges zu tun. Wir suchen uns was Schönes raus. Als erstes hier mit dem Gaul. Mensch, ist das eine wunderbare Lichtstimmung heute. Also so könnte das Spiel eigentlich immer aussehen. Finde ich richtig genial. So, genug angehimmelt den Himmel. Jetzt lasst uns mal schauen, was wir überhaupt tun können. Scrollen und da ist Jose. Das wäre doch eine gute Mission. Danach können wir endlich geklaute Pferdekutschen verkaufen. Zwar nicht für so viel Geld, aber für ein bisschen Schnitzel im Restaurant wird's reichen. Schau wieder der. Sitzt immer an der Ecke hier. Ja, hallo, gern. Ja. Arthur. You're like a brother, but I didn't learn your name. Wir kennen And I uns said to nicht myself, mal. Mickey, you never learned that fella's name. Oder richtig. Now, you'll never see him again. And you'll be sad. Like when your puppy passed. Oh. Because you slept on it. Was für What's ein your name, Kerl. Mister? Arthur. Arthur. I sure was ready. Arthur? Ja. My uncle's name was Arthur. Uncle Arthur, we called him on account Schön of his für dich. name. Ja. A fine name, a strong name, like a king. Ja, es gab auch you King could be Arthur. My king, Mr. Arthur. Yes, you could. Nee, lass mal stecken. Aber war doch gar nicht so schlecht, sich mit ihm zu unterhalten. Hey, wieso hat sich mein Pferd umgedreht? Wir wollen doch in die andere Richtung. Ach, eigentlich könnte man die schöne Pferdekutsche hier auch schon mitnehmen. Nee, nee, nicht zu voreilig. Wir schalten es erstmal frei und dann klauen wir alles, was nicht nied- und nagelfest ist. So, du Gaul. Dann aber jetzt mal ein bisschen Tempo hier. Müssten nicht unbedingt über die Gleise galoppieren. Oh, da ist ein Weg. Nehmen wir doch den Weg. Ich hol gleich meine Waffe raus. Vielleicht läuft ja zufällig was Interessantes davor. Oder was, was nach Geld aussieht. Schön rot gefleckter Himmel, sollte es so sein. Ja, wahrscheinlich Abendrot und dann Schäfchenwolken. Weiß zwar nicht mehr, was Schäfchenwolken bedeuten, aber so ungefähr sahen die aus. Ich höre irgendwo Galoppel. Ich glaube, ne? Anscheinend nur mein Pferd, ne? Da kommen zwei. Servus. Ja, das würde ich auch sagen, dass die uns mal aus dem Weg gehen sollen. War doch so eine coole Lichtstimmung. Wäre für die ganze Episode gegangen. Es muss nicht Nacht werden. Da sehe ich nicht so viel. Obwohl die Minimap erleuchtet uns ja den Weg. Wollen wir die retten oder nicht? Ja. Wir helfen dir mal, wenn sie wirklich... Uiuiui. Keine gute Ehre. Wenn die sich wirklich nur verteidigt hat, wer sind wir, sie aufzuhalten? Wieso schießt er noch ab und zu was? Ja. Bitteschön. Raus mit dir. Alles gut? Thank God for that. Gern geschehen. I have no money to repay you, but I do have some information that might suit your Ja, raus damit. My husband, may he rot, told me about a Fuck. Keine Zeugen. North of Rhodes. Apparently, it's a gathering place for lowlifes. Interesting. Thank you, really. Danke auch. Muss verhindern und unschuldigen Zeugen umbringen. Vielleicht war er nicht unschuldig. So, ich glaube, wir sollten hier weg, bevor ich mehr umbringen muss, aber ich würde noch gern looten. Ach, jetzt sitzen die da oben drauf. Na, einen kriege ich zumindest runter und den anderen vielleicht, wenn wir im Kreis fahren. Oh, oh. Oh, oh. Da will mal eine Person retten. Und die Waffe ist nicht dafür geeignet. Ach, so eine Scheiße. Ja, das geht wieder runter mit der Ehre, aber irgendwie muss man sich ja schützen vor dem Arm des Gesetzes. Also das ist nicht ideal gelaufen.
Ich würde sagen, das ist nicht ideal gelaufen. Hey, und wir können ja unser Geschenk abholen. Ganz vergessen. So. Oh, scheiße, da kommt noch einer. Come on, girl. Hello there. Oh, shit. You're Where do you think you're going? How about I teach Don't your face? Don't make this difficult. Dang, this shit ain't for me. Gut. Kein Zeuge mehr. Ich habe ihn eingeschüchtert. Man muss hier nicht alle umbringen. Ah, das haben wir gut gelöst und ich brauche wieder Dead Eye. Süßigkeiten fressen. Das mache ich auch ganz gerne. Nur meine Konzentration wird nicht besser. Meine Ausdehnung aber schon. Also vor allem um die Hüfte rum. Uiuiui. Ich muss echt abnehmen. Irgendwann. Nee, ist nicht ganz so einfach, weil ich, keine Ahnung, gibt Faktoren, die das begünstigen, dass ich mich nicht zusammenreißen kann. Zum Beispiel Antidepressiva. Ja, macht ein bisschen schwer, Energie reinzustecken, sie vernünftig zu ernähren. Wäre aber wirklich sinnvoll, das zu tun. Und ich will es nicht nur auf solche Faktoren schieben, ich bin auch ziemlich verfressen. Also verfressen war ich selten. Ach, ich will doch. Ich will doch was für meine Gesundheit tun. So. Schön Dosenpfirsiche essen. Die schmecken mir ganz besonders. Und da macht das Herz ein Hüpferchen. So. Jetzt aber. Wir haben Jose demnächst erreicht. Da hinten ist schon Emerald Ranch. Und dann wollen wir mal schauen, von wem wir nochmal die eine Kutsche klauen müssten. Ich glaube, von dem Cousin von unserem Auftraggeber. Oder angeheirateten Cousin. Irgendwie war da sehr spezifisch. Verbundenheit gesteigert. Ja, da streichel ich das Pferd nochmal. Sehr gutes Pferd. Bestes Pferd. Vor allem schönes Pferd. Interesting way of putting it, James. No doubt. I do interesting very well. It's trusting I don't do so well. Please. Hi, Jungs. This is Seamus. Hi, Seamus. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. Ich glaube, sein Gesicht ist nicht ganz gerendert. Sieht nicht sehr hochauflösend aus. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Oh, das klingt doch gut. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now you survive that. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. Ja, gut, geh mal. Just up the train tracks. Ja, ich weiß. Towards Fort Wallace. Ich hab doch Google Maps hier auf meinem Pferd. That's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Sehr gut. Cousins raub ich doch gern aus. Vor allem, wenn es nicht meine sind. So, rauf aufs Pferd und dann ab durch die Mitte. Really? Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. Das stimmt. Ich schlawenzel sehr viel. You could have played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. I guess you're right.
Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Ja, das ist ein gutes Argument. Tippe im Rhythmus des Galopps seines Pferdes auf linke Shift, um Ausdauerverlust zu verhindern. Das würde ich gern machen, aber Windows will dann immer die Einrastfunktion aktivieren und schmeißt mich auf den Desktop. Nein, ich habe doch gerade eine Frage gestellt. Ich reite einfach geschwind wie der Wind. Ja, ist hier gut. Ein Footjob. Damit kenne ich mich aus. Habe ich eine Waffe? Boah, ich habe eine Waffe. Einen Waffe habe ich. Meine Grammatik entgleist teilweise, weil ich selber nicht unbedingt weiß, was ich sagen werde. Und dann überrascht mich mein Gehirn mit solchen schönen Sachen manchmal. Ja. Die sind total unauffällig hier hinterm Stein. Okay, let's take a quick look at the place. Fernglas. Ja. Nope. Okay. I reckon we could do it now. Sneak in, I'll get the coach. You can try the house. Or wait until morning when I'll head over, distract them by putting on a little show. While you sneak into the house, find what you can, and then get the stagecoach. What do you think? Nacht. Let's do it now. All right. Kann so gut schleichen. Let's go. Obwohl, wenn ihr mehr von mir gesehen habt, wisst ihr, dass mir Schleichmissionen so am wenigsten liegen. Ist noch schlimmer als Missionen, wo man wirklich treffen muss. Tja. Das ist ein Schleich-Naruto-Run, den Arthur hier macht. Hör mal wieder auf zu rennen. So, ich hätte gern alles. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Kann man da reinsehen? Ja. Kaminfeuer muss man ja nicht ausmachen. Obwohl es eine Sommernacht ist. Im schlimmsten Fall brennt halt das Haus. So, was haben wir hier? Rum. Nehmen. Geldscheinklammer und Perlenkette. Sehr gut. Ich dachte, das wäre noch eine Geldscheinklammer. So, das Getränk nehme ich auch. Wird niemand vermissen. Ich glaube, das ist eine Zigarettenkarte. Untersuchen. Das klauen wir natürlich auch. Weglegen. Haben wir noch irgendwas? Irgendwas? Geldklammer unterm Kamin. Sieht nicht so aus. Gehen wir mal hier vorsichtig rein. Da schläft einer. Aber nicht gut. Nehme ich gern mit. Die Klammer nehme ich auch gern mit. So. Da gibt es ja noch Schränke. Schublade, ganz leise, Arthur. Ganz leise. Ganz leise. Goldene Taschenuhr, her damit. Wer es findet, darf es behalten. Zumindest in einer Welt der Outlaws. Nee, das reicht mir hier noch nicht. Schlangenöl, nee, brauche ich nicht, dankeschön. Uiuiui. Ich hoffe, der schläft weiter. Apfel, nee, danke. Eine Möhre schon eher, wird sich mein Pferd freuen. Na, scheiß drauf. Apfel nehmen wir auch mit. Ist bestimmt gesund. Haben wir hier irgendwas? Durchsuchen. Dass die Leute auch immer was hinterm Kamin verstecken. Und zwar nicht hinter dem, den sie anzünden. Wie viel war das? $150. Schläft da auch jemand? Ja. Naja, ich bin ja leise. Ich will den nicht begrüßen. Ich will die Truhe ausrauben. Was machst du denn, Arthur? Irgendwas hier noch?
Also die Truhe hätte ich tatsächlich gerne. Na gut, erstmal Garderobe. Ginjing. Goldenes Gliederarmband. Alles gut. Platin-Taschenuhr. Alles gut, Kollege. Das ist nur ein böser Traum. Okay, ich komme leider gerade echt nicht an die Truhe. Ich will jetzt auch nicht zu viel riskieren. Da wäre bestimmt noch geiles Zeug drin gewesen. Ach Mist. Aber wenn es nicht triggert, kann ich auch nicht viel tun. Das reicht ja fürs Erste. So, raus mit uns und dann... Get on, dear boy. Ja, schöne Kutsche. Die muss leider in einem Stück zurückkommen. Muss ich bisschen sinnvoller damit umgehen. Pferd, passt doch auf! Oh je. Wieso rennt das einfach gegen mich? Oh, das sind auch schöne Pferde. Würde ich auch sagen. So, what were you able to lift from the house? Found some money stashed away. Must be a few hundred, not too bad. Ja, 200. Not bad at all. Wir könnten viel mehr sein. Ja, das auch allemal. No doubt. I won't forget that in a hurry. I'm looking forward to your retelling of that one around the campfire. Hey, slow it down. Wieso soll ich langsamer werden? Wir haben es eilig. The first time Mr. Matthews had stared death in the eye, and as usual, he did not flinch. Das habe ich anders in Erinnerung. How long you think we're gonna stick around here for? Not sure. Until we can't, I suppose. Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Dutch has a new money chest stashed in a safe spot away from camp, but it's a long way from being full. I hope it's not stashed in town like we did in Blackwater. Ja, das war dämlich. Here we are. Just pull the coach into the barn there. Nee, gut. Die rein mit uns. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Ja, so schnell kann ich nicht. Die Pferde wollen nicht schneller. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet. Ja, ja, ganz diskret. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Ja. Sure. Zwischensequenz. Mit unserem alten Kumpel können wir jetzt noch ein bisschen schnacken. Und dann freue ich mich auf den Gulaschtopf. Ich glaube, der wird meine Kerne zumindest wieder ein bisschen auffüllen. Gleich verrät uns Hosea auch noch irgendein düsteres Geheimnis von ihm. Sieht nicht so aus. Zumindest als Schnellreise ins Camp war das doch relativ geschickt. So, dann einmal Pferd abstellen, Motor ausmachen und dann mal schauen, ob wir tatsächlich noch was von der Suppe kriegen. Manchmal sagen die nämlich zu früh dafür. Wieso kriegt die Bande immer einen Anteil? Ist ja genauso schlimm wie Steuern. Eintopf. Ich will Eintopf. Ja, ja. Seamus ist ein Healer. Da, Eintopf. Jo, her damit. Oh, ich könnte hier Poker spielen im Camp. Muss aber nicht sein. Ich bin so schlicht da drin. Jo. Das hat geschmeckt. Dann würde ich sagen... Nee, pokern gerade nicht. Beitrag leisten. Pff. Wir können zumindest im Kontrollbuch noch irgendwas kaufen. Camp hat ja Geld. Nächste Seite. Die Sinne schärfen. Richtige Abwechslung. Kautabak. Echte Feuerkraft. Oder eins nach dem anderen. Ich glaube, Dutch will neues Zelt. Kann ich mir gerade nicht leisten. Egal, wir nehmen das mit der echten Feuerkraft. Kaufen.
Ja, Angel. Das sieht doch gut aus. Da können wir uns schön bedienen. Jetzt wird spaßig für $110. Auf jeden Fall. Ich mag's, dass es spaßig wird. Sehr gut. Haben wir was für uns gekauft. Ist auch nicht schlecht. Man muss sich auch selber mal was gönnen. Nicht nur den anderen Leuten im Camp. So, $6. Arthur hat, was er will. Gefällt mir. So, Beitrag leisten wir irgendwann anders wieder, wenn wir ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Was könnte ich hier untersuchen? Ich wollte eigentlich nur schlafen. Achso, die Bilder. Lyle Morgan. Ist das mein Vater? Das war mein Hund. Das ist Dutch. Und ich glaube, da bin ich auch. Genau, und Hosea auch. Aber wieso bin ich so jung und Hosea ist auch so jung? Keine Ahnung. Ich verstehe die Zeitrechnung nicht. So, 4 Stunden lang Nickerchen machen. Und dann schauen wir noch. Ah, vielleicht wollen wir Maika retten. Puh. Eher nicht, der kann noch ein bisschen schmoren. Vielleicht wird er ja auch gehängt. Nein, ich glaube nicht. Wir müssen ihn auf jeden Fall retten. Was wir machen können, ist Sean retten. Nicht das Schaf, sondern den rothaarigen irren Iren. Waffenkoffer. Was habe ich denn für Waffen in meinem Waffenkoffer? Doppelläufige Flinte, die habe ich doch alle. Bogen. Ja, die sind alle irgendwie auf dem Pferd. Na gut. Ansonsten kann ich mich hier ein bisschen bedienen. Brandsatz. Ja. Molotow-Cocktails. Das sieht doch gut aus. Ja, bisschen Munition nehmen wir auch mit. Wofür haben wir es denn gekauft? Wofür haben wir es denn gekauft? Da hätten wir auch einen Hammer. Können wir den auch auf unsere Feinde entweder werfen oder damit ordentlich klöppeln? Ich denke nicht. Wir sind eher so ein Gewehrmensch. Ja, Pistolenmunition. Kriege ich auch was von den schönen Waffen oder von den Patronengurten? Ich glaube nicht, das ist nur Deko. Nur Deko. Ja, Wurfmesser, Pfeile. Ja, gut. Ich denke mal, wir sind gerüstet. Wer bist denn du? Ah, John. Zieh mal einen anderen Schlafanzug an. Der ist nicht mehr gut. Jo, alles gut bei mir. Danke der Nachfrage. Und Jebcho. So, schnell zum Pferd, bevor uns noch jemand anspricht. Ich bin doch so introvertiert. So, wieso muss ich eigentlich gerade so viel scrollen? Da wollen wir hin. Irgendwie. Und ab geht das Pferd. Irgendwie. Ciao, Lenny. Ich rette jetzt Sean. Hoffe ich zumindest. Ah, das kriegt man schon irgendwie hin. So, einfach den Gleisen nach. Irgendwann müssen wir, glaube ich, über eine Brücke oder übers Wasser. Das Pferd wird schon einen Weg finden. Ja, wenigstens spielen wir mal ein bisschen bei Tag. Nur Dunkelheit macht... Oh, wie ist das passiert? Ja, die Handschellen, das kann nicht gut gehen. Ist ja gut. Das macht man nicht mit der Schrotflinte. Natürlich. Wir müssen uns ja helfen. Oh, yes. Yes. Perfect. Ah, thank you. I got no money to give you, but I think I might got something even better. Well, I was stuck in line with this thief from up in the Grizzlies. Says there's a family up there, real strange, but rich. Loaded up, he said. Oh, yeah? Why'd I be interested in that, huh? I don't know, just a hunch. It's up to you, friend. Die werden wir mal besuchen. Ich glaube, die Familie kenne ich. Das sind echt zurückgebliebene Wilde, aber sie haben Geld. Okay, hier ist ein Fragezeichen. Dann wollen wir das mal zu einem Ausrufezeichen machen. Ja, wollen wir zumindest schauen, was die von uns... Was wir denen Gutes tun können. So, Gewehr ist in der Hand. Schöner Hund. So,
Der war doch nicht drin, der war draußen, genau. Ach, das ist der Typ, der diese Zigarettenbilder sammelt und raucht wie ein Kamin. Perhaps not as much as you. Oh, no, don't worry about these. Actually, take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. Glaubt, der hat auch Pirate Bull gehabt heute schon. Are you heading on a long journey or something? No. Nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. The cigarette cards. Oh, you got any? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on, come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these things. Yeah, sure. Wart mal, bis die Lunge nicht mehr mitmacht. It is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money. A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes. Meow meows of the desert. So rare. Meow meows of the desert. Das gefällt mir. Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. And you'd pay me. A fair price. Now you send them to me right here. Phineas. Natürlich werde ich das machen. At your service. Hoffentlich steht mein Pferd nicht auf dem Gleis. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. Ja, ich hab's verstanden. Ciao. Viel Spaß beim Rauchen. Es gibt schon verrückte Leute. Aber solange sie mir Geld einbringen. Also, die Karte. Ah, mein Pferd ist in Sicherheit. Nicht das Schlechteste. Liegen hier noch Zigaretten rum. Das wäre jetzt cool. Nein. Und... Hund muss mal streicheln. Vor allem, wenn er so... Ja. Bist du ein feiner Hund? Irgendwie. Weiß nicht, was das für eine Animation war, aber wir streicheln ihn nicht. Ja. So ein guter Junge. Was sind denn deine Stats? Also. Hast keine Stats. Schade eigentlich. Ja, bist du jetzt mein Hund? Das wünsche ich mir im nächsten Red Dead Redemption. Wenn es sowas gibt, ein... Begleiterhund, das wäre doch richtig genial. Ich glaube, tatsächlich hier oben lag eine Zigarettenkarte drauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die holen wir uns noch kurz. Vielleicht auch eher da drüben. Oh, ich glaube, das war der andere Turm. Ja. Ja. Können wir da rüberspringen? Dass das in diesem trägen Spiel geht? Ja, überraschend, so. Von da oben würde ich jetzt aber nicht unbedingt runterfallen wollen. So, da liegt doch Zeug. Da liegt die Karte. Ein Zigarettenbild. Ja. Rio Bravo. Na, da sage ich selber Bravo. So, runter mit uns. Oh je, nur 1 von 12 in dem Set. Na gut, was will man machen? Kann ich jetzt einfach runterspringen? Ja, da hinten. Ja, ist nicht so tief. Ja. Nur ein bisschen auf die gute alte Bandscheibe gegangen. Mehr nicht. Das ist schon mein Pferdbild. Das war ja nur der Hund. Ich glaube, wieder ein bisschen zu spät für mich heute Abend. So, dann dem Weg nach. Der kennt den Weg. Er kennt sich selbst. Kann ich von mir nicht behaupten. Okay, noch ein Fragezeichen. Vielleicht... Ja, da oben steht einer. Schöner Akzent. Ja, ich komme ja. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Sehr gut, auf Wiedersehen. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. No, wait. Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Guess I have. There has been much written about me.
I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. Schön. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, yeah. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jackal Gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Warum hast du das nicht gemacht? Me? Yes! Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell you for the low price of... $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Die könnte ich auch umbringen und die Karte dann haben. Ist egal. $10. Wir sind ja nett heute. Können ihm danach in den Rücken schießen. Vielleicht auch nicht. Der Typ ist ja irgendwie cool. Du hast aber auch ein cooles Pferd. Wieso ist das denn so blau? Good luck to you. Schönes Blaupferd. Da ist ein Zug, könnte man auch ausrauben. War hier nicht gerade ein Wagen mit Öl? Doch, da unten. Ich weiß hier nicht. Also da passiert. Den kann man nicht mehr an Seamus geben. Schnell weg hier. Ups. Stimmt. Öl ist sehr explosiv, wenn man drauf schießt. Das vergesse ich immer. Nee, ich will jetzt nicht eigentlich da runter, wo die... Wer schießt da? O'Driscolls. Wo seid ihr denn? Ach, ich treffe nicht da ohne... Ah, scheiße. Hätte abdrücken müssen. So, jetzt habe ich abgedrückt. Oh, das liegt an meinem Pferd, dass ich nicht treffe, ich schwör's. Aber auf nichts was zielt. Oh, ein O'Driscoll. Das hätte ich nicht gesagt. Ich habe eine Waffe und du nicht. Das ist jetzt nichts Gutes. Es gab 20 Gesundheit. Ah, normalerweise würde ich euch nicht raten, Menschen lebendig zu verbrennen. Da muss man schon gehöriger Mistkerl mit paar Problemen sein. Das war auch ein Mistkerl, also es rechtfertigt das nicht. Ich wollte es mal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert. Das rechtfertigt es auch nicht. Aber zumindest verbrennen die Beweise mit ihm. Und er wollte mich verraten. Glaube ich, kann mir das nicht schön reden. Das Spiel lässt ein. Und dann haben wir es mal gemacht. Ja, und der Karren geht jetzt auch noch kaputt. Dafür, dass ich so scheiße getroffen habe mit der Waffe, ist es ja ganz okay gelaufen. Wo ist mein Pferd? Pferd, was machst du da unten? Was machst du da? Wir müssen doch woanders hin. Na, können wir vielleicht direkt hier rüber? Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Na, vielleicht doch eher über die Sandbänke. Sonst muss das Pferd wieder zu lange schwimmen. Kriegt einen Krampf im Arsch und säuft dann ab. Ich kenne das doch. So, Weg gefunden. Schon mal das erste gute Ding, was wir heute gemacht haben. Abgesehen davon den angeheirateten Cousin zu bestehlen. Das war auch nicht schlecht. Auch wenn ich der einen Kiste immer noch ein bisschen hinterher trauere. Die hätte ich gern geöffnet. Ich wollte jetzt auch nicht die Mission nochmal spielen. Falls ich ihn wecke. So, hier
ist auch ein Briefsymbol. Ah, direkt hier. Ja, ja, da können wir mal schauen, was wir bekommen haben. Waffe stecke ich weg. Da sind die Leute immer ein bisschen freundlicher. Ansonsten oben oder unten. Ich schätze mal hier unten am Schalter. Wenn es einer ist. Ja. Irgendwas noch zum Looten, Ausrauben, irgendwas hier. Post abholen. Quarzbrocken. Okay. Was kann ich mit dem Quarzbrocken machen? Jemanden an den Kopf hauen. Kopfgeld bezahlen. Ihr habt doch gar keins. Ja, ja, ist ja alles gut. So. Rauf aufs Pferd und weiter geht's. Wieso geht's jetzt in die Richtung von Maika? Achso. Nur hier bis zur Gabelung. Weil der hockt ja in Strawberry. Da muss man nicht unbedingt hin. Das liegt zumindest nicht ganz auf dem Weg. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So. Vor Brücken soll man sich nicht drücken. Vor allem, wenn die so schön sind. Und noch ein Fragezeichen. Oh, Fotografie, du hinterlistige Geliebte. Von was willst du denn Fotos machen? Hi. Oh. Hello. Hallo. Quite a day, isn't it? Boah, ist ganz okay. What a country. Auch ganz okay. I'm working on a project. Schön für dich. Yeah, I guess that, man. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Warum muss ich mich da hinstellen? There. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I am trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators. Kill them all and stick them on some clubhouse wall. Ja. Good luck with that. Ja, würde ich auch sagen. Not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh, good heavens. My bag, that thing is robbing me. Go, oh, good heavens. Don't worry. Hat er Angst vor dem Kojoten? Sneaky one, too. Wildlife-Photographer. Also wenn er vor so einem kleinen Ding schon Angst hat, dann wird das eher nix mit seinem Hobby oder seinem Beruf. So. Da ist doch die Fährte. Kann ich nicht einfach drauf schießen? Machst du? Drop the bag. Leave the meat, mister. Ich glaube nicht, dass der drauf hört. Wieso kann ich nicht schießen? Na, jetzt. Tja. Jetzt lebt er noch. Oh, der hat schon fallen lassen. Fuck. Das tut mir leid. Ja, ich glaube, der kommt nicht zurück. Oh, das tut mir leid. Ich bin doch so tierlieb. Aber man tut, was man tun muss. Ganz nett hier, ob da oben auch so eine Zigarettenkarte noch liegt. Na, ist egal. Ist egal. Jetzt bringen wir erstmal die Tasche zurück, die wir uns gemobst haben. Hätte ich gewusst, dass er sie schon fallen gelassen hat, hätte ich nicht mehr drauf geschossen. Ah, nicht rechtzeitig realisiert. Bin halt manchmal ein bisschen langsam. Wie Arthur gerade auch, der kann kaum noch rennen. Got your bag. Oh, thank you, sir. Ja, ein Geschehen. We'll tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. I'm can't thank you enough. I'm thank you. Don't worry about it. You take care, sir. Eben so. I'm the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Gern geschehen. Na gut. Habe ich das gut gemacht?
Keine, es gibt zumindest keine Medaille dafür. Dann können wir es gar nicht so schlecht gemacht haben. Obwohl ich mich ein bisschen schlecht fühle. Ah, ich glaube, das ist das Gebiet von Blackwater. Sieht immer so wüst aus. Da wollen wir jetzt aber noch hin. Okay, Girl. Ja, gutes Girl. Und was haben wir hier? Sieht auch interessant aus. Das ist so eine Art verlassenes Indianer-Lager. Weil die haben jetzt, glaub, keine Mauern gebaut. Na, schauen wir uns hier noch um. Vielleicht finden wir einen Tomahawk oder irgendwie sowas. Das scheint auch ein interessanterer Ort zu sein. Vielleicht kann man den auch in unser Tagebuch reinkritzeln. Wer weiß das schon. Nee, zielen will ich gerade nicht, aber danke der Nachfrage, Spiel. Komm schon, hier muss doch irgendwas Wertvolles liegen. Warum machen sie hier so ein cooles Ding, ohne dass ich was damit machen kann? Macht doch gar keinen Sinn. So, im Kamin stecken bestimmt irgendwo noch wieder 500 Euro drin. Kann ich gut gebrauchen bei meinem Geldverschleiß. Hier vielleicht irgendwas? Nö. Nö, nö. Nichts zu machen. Oh, Ausdauer. Wenn ich hier immer rumkraxel und rumrenne, ist das natürlich sehr gut für die alte Pumpe. So, irgendwas von Interesse hier. Untersuchen? Ach, eine Ratte. Eine Wanderratte. Ja, gut. Ich kenne nur die Wanderhure. Gefangen habe ich so eine auch noch nicht. Noch nicht. Mensch, was ist denn wieder mit meiner Fährte? Nee, keine Fährte. Meine Aussprache los. War auch schon mal irgendwann besser. Ich weiß zwar nicht wann, aber die Hoffnung, dass es mal besser war, bleibt. Bevor ich einen Schlag in die Fresse bekommen habe. Vom Leben. Oh, Brotkanten. Den nehme ich natürlich mit. Und ich dachte, die hätten hier keinen Loot. Da ist noch irgendwie Promenade oder so. Nee, Quarterback. Nee, heißt es Promenade? Irgendwas um die halt so Haarwichse, Haarwachs. Okay, zumindest Unterrichtssaal. Nee, kein Unterrichtssaal, oder? Was haben wir hier? Kokain. Her damit. So, in der heutigen Zeit wäre das einiges wert. Und sonst können wir hier echt nichts machen. Schade. Nicht mal raufkritzeln auf unser Papier können wir das. Obwohl, das müsste doch irgendwie, das muss doch so interessant sein, dass Arthur sich denkt, Mensch, vielleicht auch nicht. Also bis jetzt hat es nicht getriggert. Wir rennen uns hier noch kurz mal die... Ja, da vielleicht noch was drin in der Kutsche? Nö. Sonst hätte ich gesagt, wir rennen uns hier noch mal kurz die Lunge aus dem Leib. Dann gehen wir einfach weiter. Machen können wir ja auch nichts. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Na gut. Rauf auf den Gaul. Okay, da ist ein Kreuz. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Kann ich nicht einmal trocken bleiben? Ja, komm hier, Pferdchen. Wir haben noch einen kleinen Weg vor uns, aber gar nicht mehr so weit. Stinktier, nee, was bist du? Waschbär! Fast dasselbe. Nicht mal ein guter Waschbär. So, da drüben wäre mal, glaub, gesucht. Ich würde aber jetzt nach der Folgenzeit schon sagen, hier hören wir diesmal auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.